Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Viel Spaß. Wolltest du nicht mit dem Hund gehen? Viel Spaß. Ich bereite schon mal alles vor für den Haul gleich, Justus. So. Weißt du, ich muss das alles vorbereiten, deswegen. Bis gleich. Sommerferienwetter, ne? Aber es ist ja auch bald vorbei. Ja, tatsächlich haben wir nicht mehr viele Tage und dann geht bei uns die Schule wieder los. In manchen Bundesländern hat es ja auch schon gestartet, dafür hatten die aber viel früher Ferien und noch ein bisschen vielleicht schöneres Wetter auch mitgenommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mittlerweile auch Materiallisten bekommen für das neue Schuljahr. Hier habe ich einmal die Materialliste für meine Elisa Maus. Sie wird ja jetzt schon in die zweite Klasse kommen. Zweite Klasse schon. Fühlt sich immer noch so unreal an, aber ja, ihr macht das so viel Spaß in der Schule. Wir hatten ja am Anfang so ein bisschen hin und her überlegt, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist mit der frühen Einschulung, obwohl sie ja gar nicht musste, sondern nur ein Kannkind war. Und jetzt im Nachhinein können wir sagen, ja, es war definitiv die richtige Entscheidung. Sie hat so viel Input bekommen, sie kann so toll lesen, macht das auch so, so gerne. Und sie mag auch ihre Klassenlehrerin so unfassbar gerne. Das ist wirklich eine ganz, ganz Liebe. Und jetzt müssen wir den Zettel abarbeiten und erstmal gucken, was wir nicht brauchen. Denn natürlich die Sachen, die wir im ersten Schuljahr schon hatten, steht hier oben sogar, können natürlich auch weiter genutzt werden. Also Elisa, ja, brauchen wir einmal deinen Schulranzen. Und dann gehen wir mal die Sachen durch und gucken, was wir davon neu brauchen und was nicht. Bevor der richtige Schulalltag wieder beginnt, versuchen wir auch jedes Mal schon ein paar Tage vorher wieder ein bisschen routinierter im Alltag zu sein. Also etwas früher ins Bett gehen, etwas früher aufstehen, damit einfach der erste Schultag uns nicht komplett aus der Bahn wirft. Guter Schlaf ist dabei für uns immer super wichtig, damit wir erholt und voller Power in den neuen Tag starten können. Wir haben ja die Emma One Federkernmatratze, die habe ich dir auch schon mehrfach gezeigt. Das ist der Testsieger bei Stiftung Warentest. Aber es gibt ja auch Betten, es gibt Kissen, es gibt Decken und viele weitere Produkte noch zum Thema Schlaf. Also Emma ist wirklich der Shop für alles rund um dein Schlafbedürfnis. Und der Versand ist auch komplett kostenlos. Auch die Abholung übrigens ist inklusive, weil du hast ja 100 Nächte lang komplett risikofreies Probeschlafen. Übrigens gibt es gerade einen mega Back-to-School-Sale bei Emma. Also bis zum 18. September sind ganz, ganz viele Sachen bis zu 40% reduziert. Aber das Beste ist, mit meinem Code MAMIDREAM bekommst du auf alle Angebote, auch auf Sales, immer 5% nochmal obendrauf. Und zwar für die nächsten 6 Monate. Also immer, wenn du in den nächsten Monaten einen Code brauchst für Emma, dann kannst du meinen MAMIDREAM-Code benutzen und bekommst immer 5%, egal welche Angebote gerade laufen, obendrauf. Ich verlinke dir die Seite unten in der Infobox, auch alle Infos zum Code. Also falls du irgendwas brauchst oder in den nächsten 6 Monaten von Emma brauchst, dann denk einfach an meinen Code, dann kannst du ein bisschen sparen. Ich glaube, mein Blumenstrauß ist langsam hinter sich. Ach, die haben meine Kinder mir gepflückt von so einem Feld. Feldweg. Ist auch so ein kleiner Blumenstrauß. Sehen irgendwie besser aus als meiner hier. Der große. Da kommt mein großes Schulkind. Mein kleines großes Schulkind. Elisa. Elisa. Jetzt musst du eigentlich alles auspacken. Okay. Irgendwie ja schon. Wir müssen ja wirklich alles komplett durchgehen. Aber sehr viel. Stifte sehen ein bisschen mau aus, ne? Das haben wir doch am Anfang des Schuljahres, sah das noch anders aus. Wo sind die ganzen Stifte? Hast du noch ein anderes? Du hast ja noch so ein Schlampermäppchen, heißt das, glaube ich, ne? Wo sind denn deine ganzen bunten Farben, Elisa? Die sind hier drin. Aber wir hatten doch mehr als die paar bunte Farben, oder? Ich habe auf meinem Schreibtisch noch ein paar bunte. Oh, okay. Dann gucken wir gleich mal. Also das ist auf jeden Fall schon mal... Du hast so neue Minen. Minen hatte ich doch auch schon gekauft. Und der sieht so angespitzt aus. Der ist nicht zum Anspitzen. Joa. Zeig mal. Doch, das ist zum Anspitzen. Nein. Was zum Geier ist denn das? Ach, guck mal, da kommt doch schon eine neue Mine raus. Ja, genau. Und man soll das auch anspitzen. Wie kriegst du den da rein? Oder ist der schon zu kurz?
damit ich den benutzen kann. Nee, man muss den anspitzen, man hat so eine Mine anspitzen. Ja, aber doch nicht den Stift an sich, sondern nur die Mine sollst du ja anspitzen, ne? Ja, die Mine, man hat so eine kleine Anspitze und da kann man die Mine anspitzen. Und dann kann man die da rein tun und dann wird's da angespitzt. Es gibt extra Ja, aber der Stift sieht so angespitzt aus, oder nicht? Du bist deine Sachen schon durchgegangen, ne? Ja, aber so Stifte und so mache ich von selber. Also da brauche ich jetzt keinen Plan. Ach so. Ich habe noch deinen Stift mit mir, aber der hat auch keine Minen mehr. Gut, also Minen müssen wir besorgen. Irgendwie sind ganz schön viele Stifte verloren gegangen, glaube ich, Justus. Aber so im Schulalltag, vielleicht nimmt sich dann jemand, packt dann ein. Ich leih mir mal was. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal richtig aufstocken. Ich habe schon einmal eine Freundin gehabt und die wollte so einen Stift von mir haben. Und dann hat sie es aber nicht zurückgegeben. Und dann sie hat es eingepackt. Ja, dann hat sie es vergessen. Das ist nicht so schlimm. Ne? Dann sagst du, hey, das war doch mein Stift. Und dann kriegst du es halt beim nächsten Mal wieder. Mhm. Ist nicht schlimm, ne? Also zwei dünne Bleistifte und einen dicken. Da würde ich sagen, nee, das ist ein dünner. Genau, das ist der mit der dünneren Mine, ne? Der hier. Und einen dicken. Das heißt, wir brauchen noch einen dünnen Bleistift. Einen normalen dünnen Bleistift. Ja? Mhm. Also einmal dünn. Radiergummi, zack. Was ist deine Radiergummisammlung? Eins, zwei. Radiergummis sind auch weg, Justus. Drei. Das sind ja nur noch so Spielzeug-Radiergummis, Elisa. Das habe ich von meinem Freund vom Geburtstag? Ja. Ja, aber wir brauchen noch mal richtige Radiergummi, richtig gute, weißt du, die auch gut radieren. Anspitzer mit Dose haben wir noch. Nein. Der reicht ja. Ja, aber nein. Ich mag die nicht so gerne, weil die und die kann man da nicht anspitzen. Passen die gar nicht rein? Nein. Oh. Okay, gut. Gut, dass du es sagst, Elisa. Das heißt, für diese Stifte brauchen wir einen neuen Anspitzer. Hattest du nicht so einen dicken Anspitzer? Magst du diese dicken Buntstifte überhaupt? Ja, die sind richtig toll. Komm, hol mal mir mal Handy. Dann mache ich ein Foto davon. Wir wissen, dass wir die schon haben. Was ist das denn hier für ein Stift? Huch! Ach, ist das so ein Geheimschriftstift? Ja. Wofür brauchst du denn sowas, Elisa? Damit man keiner weiß, was ich schreibe. Einen kleinen Lineal hast du. Das brauchen wir nicht. Schlamperbeutel, das ist der hier. Mhm. Mit Schere haben wir. Großen Klebestift. So, ja, gucken, ob der noch voll ist, ne? Der ist alle. Alle? Ja. Habe ich schon alles ausgefragt. Du musst mal mir sowas sagen. Oh mein Gott. Ja, Elsa. Absolut alle. Zwei Würfel, die hast du zum Glück noch. Die sind nicht verloren gegangen. Und die sehen auch noch ordentlich aus, Elise. Oh, hast du gut gemacht. Und das ist ja ganz normal bei diesen ganz dünnen. Wir sind durch. Es ist doch ganz schön viel, was wir besorgen müssen. Ich dachte wirklich, von der Liste müssten wir gar nicht so viel besorgen. Aber viel Verbrauchsmaterial und einige Sachen sind einfach auch weg oder auch kaputt. Deswegen erneuern wir sie. Und Elise hat entschieden, dass sie diese Hefter nicht mehr möchte, weil, ja, und Johann und Clara haben ja auch schon die dickeren und die anderen, deine Freundinnen haben ja auch die dickeren, ne? Das heißt, die besorgen wir auch alle einmal in der neuen Farbe. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt los, Justus, packen Johann und Clara auch ein, denn die bekommen natürlich jetzt auch ihre Sachen für das Gymnasium. Aber die bereiten alles selber vor, weil das sind ja schon große Kinder, da muss ich nicht gucken. Drei Schulkinder haben wir, krass. Okay, lass uns shoppen gehen. Elisa, freust du dich? Ja! Es geht jetzt los, die großen Kinder, also Johann und Clara haben sich jetzt auch Zettelchen gemacht. Genau, jetzt kaufen wir erstmal alles für die beiden Großen. Irgendwann steht da eh nur noch eine Sache drauf, nämlich ein Kuli wahrscheinlich. Und alles wird hingerotzt auf so einem College-Block. College-Block. Aber noch sind wir nicht so weit. Also, wo sind die Schuhschlüpfer, den hast du gestern genommen. Ja, und haben wir irgendwie nach draußen genommen? Gestern Abend hat Justus mich zum Essen eingeladen. Und da dachte ich schon, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Hat er mir was zu beichten oder so? Das ist jetzt und dann war es tatsächlich so. Na gut, dann lass uns jetzt mal losfahren. Psst. Das ist ein Geheimnis. Shopping Time für Gymnasialstufe. Welche Klasse? Sechste. Oh mein Gott, sechste Klasse schon. Justus, was machst du da? Ich muss den Schirm wieder zusammensetzen, wie deine Tochter auseinandergeht. Hier gibt es immer so schöne Schirme. Und dann macht Anastasia den mal auf und läuft hier damit rum. Und ja. Spielwarenabteilung, zeig, hast du was Schönes gefunden hier? Also ich habe ganz viele schöne Sachen gefunden. Also, ich finde zum Schulstart darf man sich ja auch ruhig was aussuchen, oder?
Ja, ich suche mir noch was aus. Also eine Option ist auf jeden Fall so ein richtig weiches Kissen. Das ist das Einzige, was du echt schon viel hast, Clara, ne? Nein, Kuscheltiere. Nein, pass mal an. Guck mal, wie weich die sind. Die sind besonders weich. Ja, noch ein Schleichtier. Mal sehen. Mama und Papa spendieren aber nur eine Sache. Okay. Mhm. Dann habe ich mir die zweite Sache. Mit Taschengeld, okay. Ne? Aha. Was steht denn alles auf deiner Liste? Ist die super lang? Bitte sag, dass sie super lang ist. Nein, nur so kurz. Oh, okay. Auf jeden Fall ein Papierheftler, weil irgendwie... Ach, stimmt. Sie sollten ja auch letztes Jahr irgendwie Papierhefter nehmen. Ja, irgendwie nehmen ist das bei einfach. Clara so, dass sie unbedingt Papierhefter braucht. Ich weiß nicht, weil wir haben ja darstellendes Spiel. Wer einen mitnehmen soll, was unlogisch ist. Ich mag das, wenn du sparsam bist, mein Schatz. Wenn du sagst, brauchst du nicht. Das ist gut, oder? Das ist gut, ja, würde ich auch sagen. Für welches Fach? Natürlich Deutsch. Ach so, natürlich Deutsch. Lila. Lila, meine Damen und Herren. Ja. Dann Braun für Geografie. Geografie war nie mein Lieblingsfach, aber okay. Meins auch nicht. Aber passt die Farbe Geografie und Braun, so erdig. Weiß. Oh, weiß für? Eine der letzten. Für Musik. Ah. Ja, dann habe ich auch alles. Ach, die anderen Farben brauchst du nicht. Okay. Ja. Wo, ich brauche doch noch Grau, oder? Doch, Grau. Ich Grau? Hab kein Grau. Wofür denn? Wofür ist das Grau? Eigentlich hatte ich Grau, aber ich glaube, letztes Mal, da gab es keinen. Stimmt, irgendeine Farbe mussten wir ersetzen, weil es die hier nicht gab, als wir shoppen waren. Aber ist ja eigentlich egal, ob du jetzt Grau oder Schwarz, oder? Ist ja eigentlich nur für dich, um damit du das erkennst, wenn du da in deinen Schulranzen greifst. Dann nehme ich einfach Grau wieder, weil ich habe mich hier schon dran gewöhnt, oder? Okay. Oder soll ich jetzt einfach das Richtige nehmen, was wir denken, dass wir es letztes Mal nicht gab? Mach das. Ja, okay. Patronen. Oh. Ja. Für was denn? Für meinen Füller. Okay. Dun, 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 dun. Schon krass, ne? Wenn ich mit den Großen einkaufen gehe, muss ich... Eigentlich nichts machen. Müsste ich eigentlich auch nicht mal mitkommen. Oder? Ja, ist das egal? Aber die sieht eigentlich schon ein bisschen... Oh. Wer kommt denn da? Ich habe mein Blatt verloren. Ernsthaft? Ja. Ist das vielleicht irgendwie in deiner Tasche, Clara? Das Blatt von Johann? Ich hätte es dann in der Hand, als ich mir sagen. Ich weiß es nicht. Oder ich guck gleich mal. Vielleicht habe ich das Nein. auf dem Handy noch. Hoffentlich. Okay, gut. Okay. Machen wir erstmal hier weiter. Okay, die Füllerpatronen auf jeden Fall. Okay, schon reingeschmettert hier. Dann brauche ich noch Hefte, wo man reinschreiben kann. Ah ja, die gibt's hier. Aber ohne Schreibhilfe. Was ist Schreibhilfe? Halt hier, da mehrere da oben. Nee, hier, das sind doch Schreibhefte, oder was meinst du ja, jetzt? Die meine ich, ja. Ja. Die hier, ne? Das ist mit Rand. Die vom letzten Schuljahr, soll ich die auch noch benutzen? Nein, also ich finde zum neuen Schuljahr. Okay. Es sei denn, da ist nur ein Blatt benutzt, dann kann man das machen. Deutsch, aber genau, Englisch. Brauchst du nur ein Heft pro Fach? Ja, ich tue noch ein paar rein, aber erstmal zum Durchgehen. Okay. Deutsch, Englisch, Mathe hat hier aber immer ganz, oder soll ich auch sowas am Rand? Ich glaube, das ist diese 22, oder? Ja, das ist die 26 dann. Ja, auch die perfekte Größe. Auch für eure Arbeiten braucht ihr die ja auch, ne? Ah ja, stimmt. Okay, dann noch extra mal so ein Arbeitsheft. Hier dann nochmal so eins. Dann habe ich ja schon mal genug eigentlich davon. Weil vier, ja. Das heißt, es reicht. Und dann noch einmal. Genau, das wäre gut. Ja, das reicht. Dann haben wir das auch schon. Aber wir brauchen noch so Umschläge dafür, oder? Nee, oder? Doch, das haben die meisten Kinder. Und ich fühle mich dann immer so, ich habe keinen Umschlag. Das ist irgendwie komisch. Echt? Ja. Okay. Alle haben das. Guck mal, da hier unten musst du von unten nehmen. Und da oben sind die für die kleinen Hefte. Englisch hat gelb. Ja? Ja, na klar. Na klar, Mama. Und dann noch... Bei mir ganz andere Farben. Wirklich? Ganz andere? Ja, also Mathe, okay, Mathe ist immer blau. Deutsch ist immer rot. Mhm. Aber so sonst hatte ich immer andere Farben. Meinst du Englisch irgendwie orange eher? Ja, weiß ich nicht. Manchmal hat ich auch orange. Habe ich jetzt ein paar doppelt genommen? Nein. Ich habe die eins. So, ja, das war reicht. Ja, eigentlich ist das schon eine gute Idee, ne, dass die Hefte auch, weil sonst sehen sie komplett gleich aus, die Hefte. Mhm. Das muss man immer gucken, was man da selbst drauf das geschrieben ist mir hat. Mal passiert. Ja.
Ja, okay. Ich habe Arbeitshefte abgegeben. Wir mussten halt die Berichtigung machen, dann habe ich aus Versehen meine Arbeitshefte abgegeben. Oh, okay. Gut, dann brauchen wir unbedingt diese Hefte. Ja, jetzt das letzte Klebestift. Das ist ja nicht so viel. Hier, Clara. Abteilung Kleber. Hier. Oh, da ist ja auch Bosa drauf. Bosa? Ja, so eine Special Mario. Edition. Ja, ich glaube schon. Ja. Soll ich zwei einfach nehmen? Ja. Reicht. Mach das. Ich habe zu Hause, glaube ich, noch einen halben. Einen halben, okay. Oh, ich mag diese Farbe. Schön, ne? Ja. Finde ich auch schön. Wenn man halt dann so halt eine Lieblingsfarbe hat, kann man halt seine ganzen Schulsachen so haben dann auch. Zum Markieren. Marker? Also sowas hier? Diese dicken? Oder? Ja, genau, die da unten, ne? Eigentlich braucht man meistens nur gelb oder rot. Also Set gibt's nicht, dann such dir die Farben aus. Rot gibt's nicht. Eine der wichtigsten Farben. Also ich so welche kleinen nehmen. Nee, die sind zu klein. Hier gibt's aber rot irgendwie. Das ist halb rot. Sind das auch so Markerstifte, ne? Ja, das sind alles Marker. Finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn du nicht so einen super aber dicken Stift da hast. Ist das rot dann? Ja, das ist eigentlich... Nee, das ist pink. Ja, ist doch egal. Okay, dann nehme ich die einmal gelb und grün, oder? Aber sowas hatte ich, glaube ich, früher immer. Die hier. Dann was? Du bist schon durch? Ja, jetzt kann Johann auch kommen. Dann gucke ich mal, ob ich Johanns Zettel irgendwo habe. Johann, komm hierher. Sag's. Oder soll ich's erzählen? Also ich hab's verloren. Was hast du verloren? Mein Zettel, wo ich alles draufgeschrieben habe. Was haben wir eben also alles getan? Wir sind durchs Auto gegangen und haben gesucht. Gesucht. Wie sie irren. Und dann habe ich zu Johann gesagt, bis wann hattest du diesen Zettel in der Hand? Ich meinte, ich hatte ihn im Auto auch in der Hand und dann, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, dann liegt er vielleicht irgendwo im Laden. Vielleicht liegt er irgendwo, wo du stehen geblieben bist, geguckt hast. Bei Lego, ja? Nein, nee. Wo war dein Zettel? Zeig dein Zettel, wo lag er? Da, zeig ihn mir, genau, zeig mir die Stelle. Bei den Puppen oder was? Ernsthaft? So lag er da. So lag er da? Was? Ach, cool. Oh, Leute. Da hätte ich ihn auch immer. Ich bin ja froh, dass ich doch noch gebraucht werde, ganz ehrlich. Mama wird doch noch gebraucht. Ich war schon so, Johann hat schon alles selber aufgeschrieben auf seinen Zettel, guck dir das mal an. Und er braucht mich ja gar nicht mehr. Und er braucht mich schon doch, ne? Ja. Braucht mich wohl doch. Komm, so, lass Johann, uns das einfach schon einkaufen. Jeder von euch darf sich zum Schulanfang natürlich was aussuchen. Hm? Nur damit du es schon mal im Hinterkopf hast. Okay, aber jetzt erstmal Schulsachen abarbeiten. So, mein Körbchen liegt ja auch so mit dem Laden. Weißt du? Du willst fragen? Ja. Mein Gott. Hast du noch ein weiteres Körbchen? Ja, Körbchen, das andere Körbchen steht an der Kasse. Weil Anastasia hat sich schon was ausgesucht. Ja, ich weiß. Puzzle und Memory. Nach dieser kurzen Pause, Unterbrechung, genau, geht es jetzt nun weiter mit Johann. Welche Klasse kommst du? Gymnasialstufe 8. Aber das ist Gymnasialstufe 3. heißt das denn, ne? Johann geht in die 8. Klasse, ne? Ja, in die 8. Klasse, Jus. Ich möchte das nicht. Nein. Ich möchte, dass ein Baby bleibt. Vierte. Nein, aber du bist oder? Bis in die 8. Klasse. 4, 5, 6. Ah ja, stimmt. Die 4. Klasse auf dem Gymnasium ist das schon. 4 plus 4. 4 plus 4 sind schon 8. Was? Das heißt, was? Okay. Was steht denn auf deinem Superzettel, Jörn? Auf meinem Zettel steht, dass ich ein Mathe-Arbeitsheft brauche für die Arbeiten, um sie... Also dein Zettel verstehe ich aber nicht. Ja? Damit der Kreuzen und Nullen und so. Dein eigenes System. Okay. Das habe ich schon mal. Okay, Nummer 1. Erstes ist Es scheint ein Matheheft zu sein. Ah, das musst du aber dann mit Clara aufteilen, ne? Weil ich glaube, sie hat denselben genommen, nur zweimal. Oh, vergiss nicht, du schreibst auch Arbeiten und da brauchst du auch, so ein Heft. Sicher. Nur für die Arbeit. Und für die Schule? Da habe ich schon welche. Ach so. Dann noch einmal für Französisch mit Rand. Französisch. Das tollste Fach der Welt. Genau. Bonjour, je m'appelle Johann. Was macht denn Papa da hinten? Brauchst du auch Stifte? Bitte besorg nicht wieder irgendwelche hässlichen Stifte. Ich besorge hässliche Stifte. Das ist besorgt über hässliche Stifte. So bin ich mal.
Und immer irgendwelche Coolies, weißt du, die immer verloren gehen und kaputt gehen und alles. Ja, das ist aber wirklich komisch, ne? Seitdem wir Kinder haben, gehen die verloren und gehen kaputt. Oh. So, ich will Johann jetzt hier niemanden angucken, Johann. Was hat mein Sohn damit zu tun? Du verlierst sie doch. Kappe geht teilweise ab, aber verlieren tue ich sie nicht. Kunst bräuchte ich dann vielleicht noch einfach nur weiße Blätter. Weiße Blätter? Aber nicht zu viel. Brauchst du die kleinen Blätter oder die großen? So ein, nein, so ein noch keine großen. Ich glaube, ich brauche halt welche. Achso, willst du für deine Hefte auch diese Farben haben? Weil die hat sich Clara jetzt genommen, weil sie meinte, das wäre einfacher. Deutsch, Mathe? Deutsch und Mathe. Ist das auch rot und blau? Deutsch und Mathe? Ja, wie immer. Musst du von unten nehmen. Guck mal, jetzt hast du einfach so ein kleines genommen, ne? Jetzt hast du ein kleines genommen. Genau. Kleines. Musst du von unten nehmen, Johann. So von unten. Von unten. Das ist auch ein klein. Von unten. Komm, nimm mal von unten. Klatsche. Mathe ist immer blau. Sehe ich genauso. Mathe ist immer blau. Da sagen manche Leute, dass irgendwie eine andere Farbe ist, aber das die stimmt haben keine nicht. Ahnung. Ja. Wo ist dein Zettel, Johann? Nein, es ist, er ist genau da. Ist er, das ist aber, glaube ich, typisch Junge, ne? Typisch Junge, typisch Männer, dass sie so ein bisschen... So, jetzt ist nicht schlimm. Was brauchst du? Mappen. Was für Mappen? Einfach nur Mappen. Achso, komm mal hier. Ja, hier, hier, hier. Mama führt dich. Mami weiß, wo es lang geht. Hier sind Mappen. Welche Farben? Zweimal orange. Wieso zweimal orange? Einmal für die Arbeiten und einmal normal. Für die Arbeiten? Ja. Die wollen, dass man das abheftet. Aber das hast du auch im Heft, deine Arbeit. Nein, die nicht. Welches Fach ist denn das? Französisch und Englisch. So, College-Blöcke brauche ich auch. Oh, jetzt daran merkt man, wenn der Sohn erwachsen wird, wenn das Kind erwachsen wird. Wenn sie College-Blöcke brauchen. Guck mal, solche sind halt ganz gut. Weil muss man halt nur eine Sache mitnehmen. Halt für alle Fächer dann, genau, ne? Genau, liniert und okay. Aber mit Rand oder ohne? Die sind nur ohne. Braucht man aber auch nicht. Nee? Sicher? Ja. Okay. Okay. Auch noch Schreib? So Schreiblinien oder nur die... Das ist ja beides. Hä? Einmal kariert und liniert. Ach so. Deshalb. Ach, dann braucht man nicht zwei dicke Dinger mitnehmen. Genau. Jetzt verstehe ich. Ach, guck mal, sowas gab es in meiner Schulzeit noch nicht. Okay. Boah. Aber der ist hier angedutscht. Oh. Ah, nee, dann. Ich muss ehrlich sagen, mir macht das ja voll viel Spaß, weil ich so als Kind konnte nicht einfach so im Schreibwarenladen shoppen gehen, nach Lust und Laune, sondern ja, waren andere Zeiten, ne? Aber ich freue mich so für meine Kinder. Auf jeden Fall ist es immer sehr schön, so viele Blätter zu haben. Das ist ja, das fühlt sich immer gut an. Genug Blätter, so ein frisches College-Blog, zum ersten Mal reinschreiben. Ja, das ist so wie bei so einem neues Buch. Aber dann nimmt man sich immer vor, richtig ordentlich zu schreiben. Aber das nach einer auch. Woche. Ja. Dann machen wir ein bisschen schneller. Ist normal, Johann. In der Schule musst du ja auch zügig, weißt du? Da kannst du nicht auf Schönschrift machen. Da hast du recht. So, jetzt brauche ich ganz viel Tippex. Tippex. Ach, weil guck mal, daran sieht man auch, wenn ein Kind groß wird. Kein Tintenkiller. Mehr. Kein Radiergummi, kein Tintenkiller, sondern Tippex. Hier ist noch Tippex, oder nicht? Ah ne, das ist Klebe. Ah, da fallen mir jedes Mal drauf ein. Schlimm. Du fällst die ganze Zeit drauf rein. Ja, die sehen aus wie Tippex, aber es ist ja, so ein Kleberoller. Ja, ich kenne die schon, ich weiß. Okay, wo gibt's jetzt Tippex? Ach, kannst du mir einen Tipp geben, welches das beste Radiergummi ist? Die sind relativ gut. Ach, die sind echt gut? Ja. Aber die diese Knete kaufen. Nicht. Nein, weil die ist cool und so, kann auch radieren, aber sie lenkt einen sehr stark ab. Ach so, weil man dann die ganze Zeit da so am Rumkneten ist. Tja, okay. Tatsächlich sind diese Nüsse. Kann ich ausprobieren, die sind echt gut zu radieren. Die sind echt gut? Ja. Das war ein super Tipp von meinem großen Sohn Johann, der hat schon viel Erfahrung mit Radiergummis gesammelt. Ja, Stifte brauche ich auch noch. Buntstifte meinst du, ja. Sowas hier? Ja. Oder andere, Filz? Andere Marke. Andere Marke? Ach so, Entschuldigung. Welche Marke denn? Ich wusste nicht, dass das so wichtig ist. Ich finde die nicht so gut, ich meine also, welche Farben brauchst du? Rot und blau. Vor allem hellblau. Okay. Müssen wir jetzt einmal suchen, mein Schatz. Ich weiß nicht, ob sie die hier haben. Vor allen Dingen einzeln, glaube ich, wird schwierig, ne? Ja, such mal nach Tippex. Sonst muss ich gleich eh einmal fragen, die Verkäuferin. Johann, ich lag die ganze Zeit richtig. Das ist doch Tippex. Ja, die machen auch die ganze Zeit Kleber, also...
Ja, vor allem in dieser Kleberregion ist das nicht. Ja. Aber das Correction Roller. Das ist doch jetzt Tippex. Ja. Ja, ist es. Magst du die hier? Nee, ne? Nee. Die müssen ja erstmal trocknen. Ist der so groß oder? Nein, ich mag kleine. Zweimal kleine sind das. So Nein. viele brauchst du? Ja. Aber das eine, das ist. Nee, da steht doch zwei sind drin. Zweimal. Das muss handlich sein. So, nimm einen großen und einen kleinen, dann kannst du nächstes Mal besser. Große sind nicht gut. Okay. Hast du dir Süßigkeiten ausgesucht? Ja. Aha. Papi hat das ausgesucht. Nein. Ach so. Weg hier. Was ist das denn für ein Mini-Ding? Ja, da passt auch überhaupt gar nichts rein. Einen Stift anspitzen, dann presse ich das auch gegen die Wand. Direkt wieder auskippen. Ja. Oh, ich finde die nicht schlecht. Willst du die mitnehmen zur Schule oder willst du sie für zu Hause? Ich kann ja beides machen, ne? Ja, weil ich finde die zum Mitnehmen, finde ich die schon praktisch, dass sie so klein sind. Da muss ja auch meistens nicht super viel anspitzen, sondern nur so. Ja, das stimmt schon. Aber man muss halt gucken, ob wir gucken gerade nach Anspitzer. Ja, ich will zu kleine nehmen. Ist mein Finger so dick geworden oder so? Yes. Wow. Johann braucht doch keine Radiergummis mehr. Was für ein Quatsch? Was das ist für das? Elisa. Und Johann hat gesagt, die sind toll. Die sind gut? Okay. Gut, dann. Ich mich ein. Justus, bitte nicht hetzen. Ich hetze gar nicht. Bitte nicht hetzen, Justus. Ich hetze nicht, ich bin nur nervös, dass wir hier so seit Stunden, sagt Papi. Aber du brauchst nicht schon wieder so ein Stiftemäppchen, ne? Dieses Mal hast du aber wirklich. Ja. Okay, das letzte Mal hatte den ja verloren. Es gibt sogar ein Meme von mir, wo ich das sage, dass ich ein Jahr. Echt? Ja, steht so. Darüber, ich fühle mit. Cool. Oh, jetzt ist es langsam schwer hier. Schwer für Mama. Das können wir jetzt abgeben. Arbeitest du eigentlich noch mit Karteikarten oder lässt du das kurz sein? Ach, aber ich brauche Karteikarten. Ich brauche doch welche, Justus. Und zwar brauche ich sie für meinen Hund. Was? Für deinen Hund? Ja, ich bin doch mit ihm im Tricks-Workshop und da möchte ich alle Tricks auf eine Karteikarte schreiben und dann, ja, und dann ziehen wir eine pro Tag und dann machen wir diesen Trick. Das brauche ich. Achso, die brauchst du? Ja, hier sind Karteikarten. Oh ja, die brauche ich. Oh ja, die sind so schön pink. Ja. Ich weiß nicht, ob Mochi die mag, wenn die so pink sind. Ich bräuchte, glaube ich, auch noch so eine Box. Ja, ich habe schon ein paar Boxen, aber die sind. Ja, das kann ich ja wiederverwenden. Ja, so, aber nicht schon wieder. Nein, verschwenden wir nicht. Wiederverwenden. Geodreiecke, so die typischen. Nein, Sachen. Das haben wir ganz viel zu Hause. Ja, ja. Ich habe jedes Jahr zwei kaputt gemacht. Man kann nämlich so brechen, dass sie leicht Risse bekommen, aber nicht durchbrechen. Und irgendwann brechen sie sogar durch. Ich glaube, sogar Elisa hat eins, aber so ein ganz dünnes. Kennst du dich aus? Ja. Ach, hier sind welche. Warte mal, ich suche mir mal hier so ein durchsichtiges. Das finde ich doch ganz hübsch. Die, von denen habe ich ganz viele zu Hause. Ich kann dir einen davon abgeben. Ja? Ja. Oh, so einen hübschen, ja. Und Karteikarten hast du auch noch? Ich habe jetzt 400 Stück. Reichen 400 Stück? Nein, oder soll ich den kleinen? Nee, ne? Die sind so klein. Okay. Wie viele brauchst du denn ungefähr? 100? Ich brauche nicht, nein. Wie viele Tricks lernen wir? 100? Ja, 100 Tricks. Aber wir haben jetzt mittlerweile nur, ich glaube, so 10 gelernt. Ich brauche nicht so viele aktuell. Ja, aber ich brauche viele. Ja. Ach stimmt, du darfst ja noch was aussuchen. Was haben die anderen sich ausgesucht? Haben sie schon was ausgesucht? Irgendwelche Spielsachen. Spielsachen. Was denn zum Beispiel? Nee, einen dreiköpfigen Hund, der heißt Cerberus. Und ach, den von Harry Potter? Ja. Okay. Und was noch? Ach so, stimmt, Bayana. Bayana. Anastasia hat sich eine Barbie ausgesucht. Ja. Und Johann muss sich jetzt noch was aussuchen. Wieso hat Anastasia jetzt schon drei Sachen ausgesucht? Nee, also Memory und Puzzle habe ich mir ausgesucht. Kannst ja ihr nicht anrechnen. Okay, also du hast ja also ein Memory für Dreijährige ausgesucht und ein ich freue mich Puzzle immer, dass du mit dabei bist, weißt du? Ja, ich freue mich sonst auch. Sonst würde mir so ein hetzender, mürrischer Typ fehlen. Also ich habe doch nicht gehetzt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es kann auch jetzt weitergehen. Ich habe doch. Wir sind doch jetzt schon fertig, das oder? Das nennt man nicht? Hetzen. Du? Nein, das ist nicht Hetzen. Das nennt man Hetzen. Antrieb. Antrieb. Machen, ne? Guck mal, sowas spielt Anastasia damit? Nein, wir wollen sie auch nicht daran antrainieren. Sie hatten sowas mal für Johann. Mit der Säge, schon lange mit her. Mit dem Schrauber kann man die schrauben. Mit dem ja, das nennt man Spielzeug, Justus. Ich hatte die Kettensäge. Die war cool. Was ist damit passiert? Wo ist die hin? Nein. Bitte lassen! Also irgendwann. Okay, hier gibt's nichts. Elektronikfachhalle. Ja, genau. Kein Spielzeug aussuchen. Bist du zu groß dafür? Nein, hier gibt's einfach nichts. Okay, wo möchtest du hin? Mediamarkt. Playmobil.
Okay, gut, weiter geht's. Obwohl, ich gucke einmal nach dem Bonsai-Baum. Bonsai-Baum? Ja, von Lego gibt es doch diese Pflanzen. Okay, wir verabschieden uns für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.